Und wir sind zurück, die erste offizielle Partie hier auf Vertigo live bei der Plus Pro Series Madrid und zwar auf 19 Damage. Wurde von Giants gut vorbereitet, die haben nämlich eine Quote von 100%? Oder waren es die Movistar Riders? Ja, nee, das waren die Movistar Riders. Pardon, die haben die Map bisher dreimal gespielt und dreimal gewonnen. Lassen wir uns mal überraschen, Vertigo sozusagen meine Premiere auf der Map im Pro-Level-Bereich. Und von daher bin ich da mal sehr gespannt, was die Teams so vorbereitet haben. Vertigo, eine Map, die wir noch nicht so oft gesehen haben. Ja, die Blast sozusagen fast die Premiere, wenn wir die Tremac in Rio abziehen. Also bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was uns da erwartet. So, also es geht erstmal um die Wurst und zwar hier Richtung A-Side. So, Bombe konnte nicht geblendet werden. Also da ist man noch auf der Suche nach Erfolg. Ich muss noch was Kleines für euch machen. Hier, Fanservice ist real. Banner ist getauscht. Damit alle wieder glücklich. So, es geht weiter um die Wurst. Es geht weiter um den Spot. So, das Kreuzfeuer steht hier. Schaden wird gemacht. 1-gegen-1 Situation ist natürlich für beide Teams ja wahrscheinlich noch ein bisschen Neuland, die Map. So, das Duell wird gesucht und Mutiris passt auf. Also die Runde wird von den Giants am Ende entschieden. Die geht nach Portugal. Also es geht nochmal auf der Suche Richtung A um die Wurst. So kann sich an Sandbags orientieren, damit die Rampe auch erstmal weiter dicht machen. So, da gibt es natürlich auch ein paar Fixpunktgranaten. Den ersten schmeißt man rein. Die Smoke fliegt, hat aber jetzt keine Granaten mehr, die man jetzt noch gegenseitig danach schmeißt. Jetzt geht es hier gemeinsam einfach um die Ecke. Zack, wird einfach nur umgeschossen. An der Rampe Richtung A findet da man sehr schnell die Antworten. Und damit holen die Vodafone Giants auch die nächste Runde zum 2:0. Also kann man hier die 100%ige Winrate nach 3 gespielten Maps von den Movistar Riders auch ein bisschen bröckeln lassen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen. Wie sich beide Teams vielleicht über die Zeit jetzt auf dieser Map entwickeln. So, auf jeden Fall teilt man sich jetzt das erste Mal so ein bisschen auf. Man versucht Richtung A und Richtung B zu arbeiten, eher wieder der Fokus auf den A-Spot legen. Vor B wird einfach nur von Zellin angeaimt, einer kümmert sich um die Mitte. Also so ein Default-Setup kann man fast schon sagen. So, versucht die Nate vorne Richtung Toolbox zu schmeißen, um da auch so ein bisschen die Mittekontrolle gemeinsam zu erobern. So, sehr fieser Winkel für die Aug. Zack, da rennt man voll in den Kopf rein. Und in die Aug. So, jetzt versucht Fox hier nochmal nachzugehen. Die Smoke liegt ganz gut. Zweite kommt nochmal hinterher. Netter Fixpunkt. Und damit liegt die Smoke und ein Molotow. So, Flashbang kommt. Damit ist man auf der Suche nach Mittekontrolle nachträglich. So, muss natürlich trotzdem aufpassen. Alles sehr langsam einnehmen. Vorteil liegt erstmal auf der CT-Seite, weil sie halt sehr, sehr spät erst die Kontrolle bekommen. Aim da Richtung Toolbox an. Bombe muss noch gepickt werden. Und dann sind sie eigentlich auf einem guten Weg, sogar einen B-Split zu wagen. So, B-Split ist natürlich super, die Smoke liegt, das heißt ein bisschen Zeit kann man noch rausholen. Ein Spieler kümmert sich zusammen mit Mopods, der hier die Connector-Kontrolle mit übernimmt, um den B-Spot. So, und da sieht man mal einfach, wie gut schon die Vorbereitung auf Vertigo für die Teams hier abgeschlossen ist. Also ein paar Granaten hat man hier schon durch, den Spieler kriegt man nicht raus. Damit kann man vom Klimagerät gut bei Mopods noch gegenhalten und die Rotation ist super flott da. Damit geht es Richtung Spot drauf, die Vodafone Giants können das hier verteidigen, nicht angreifen und nicht durchkommen. Und damit holen die Movistar Riders ihre erste Runde auf der CT-Seite. Also, es geht erstmal wieder Richtung A. So, da wurden ja auch ein paar Änderungen vorgenommen bei Vertigo. Also der Spawn wurde im letzten Update ein wenig verändert. Guck mal, sehr schön wieder das Omen-Logo da
integriert. Ne? Finde ich sehr gut gemacht. So, nehmen wir wieder Sommerlotow Richtung Sandbags. So, der Ape-Man so ein bisschen Richtung Boost ab. Also auch hier gut vorbereitet. Da könnte gegebenenfalls auch immer mal so ein Tower warten, den man dann versucht mit drei Leuten gegebenenfalls da auszupacken. Hier auf jeden Fall erstmal der Tower an der ganz, ganz interessanten Position. Lassen den Spot vollständig Richtung A auf. Dafür halt nicht oben auf diesem Gerüst hinter ihnen, sondern ein kleiner Positionswechsel, wo man zuschlagen will. So. Da können sie nicht viel machen. Da liegt nämlich auch die Doppelsmoke. Sehr, sehr geiler Execute, muss man einfach mal sagen. Also sehr, sehr stark gemacht. Zwei Smokes, um sie zu knechten. So, MAC-10 passt nach hinten auf und damit ist man hier durch. Kann man sich auf jeden Fall mal merken, den Execute. Sehr stark gemacht. Und damit geht's in Retake für die Moonstar Riders. Sie haben zwar noch Granaten, wird trotzdem sehr, sehr schwierig. Die Bombe liegt komplett offen für die Rampe. So, das Refire passt ja auch von Zellin. Und damit können sie safen gehen, die Runde ist vorbei. Da kann Devs nicht mehr viel machen. Und dann können die Vodafone Giants auch die nächste Runde hier für sich entscheiden. Also, gut sieht's aus. Für den Start der Portugiesen ist auf jeden Fall schon mal der Weg geebnet, um hier gegebenenfalls in die Halle einzuziehen, beziehungsweise in das Main Event. So, diesmal der Push Richtung Mitte. So, da wird direkt zurückgedrängt. Mit dem Molotow versucht man natürlich auch ein bisschen Raum einzunehmen. Auch auf der Gegenseite wird direkt mit Molotows gegengearbeitet. Der MN hat es ja sehr weit zurückgezogen. Versteckt sich dahinter im Generator. Ja, da gibt es erstmal kein Vorkommen. So, da man keine Mittekontrolle hat, versucht man halt auch von der Rampe aus immer wieder diese Toolbox unter Druck zu setzen. Sei es mit Granaten oder sei es halt mit Molotows. Immer wieder Richtung Sandbags Molotov drauf zu schmeißen. Bisher eher der A-Spot das Mittel, was am besten funktioniert hat. Einfach mit dieser Smoke, die sehr weit hinten liegt und gegebenenfalls noch ein Stockwerk oben drüber, dass man hier auch nicht drüber lunzen kann, über die erste Smoke, die liegt. So, da können sie fast schon einfach die Waffe wieder durchbringen. So, ich dachte, die spielen noch Vertigo. Das ist auch vorbei, mein Freund. Weil ab nächster Woche, ne, wisst ihr Bescheid, wird die ESL auch Vertigo mit in den Pool aufnehmen. Die IM Sydney war das letzte offizielle Event mit DE Cash von der ESL. Und dann gibt's, glaube ich, keins mehr. Dann gibt's nur noch die ECS. Aber ich glaube, da müsst ihr jetzt genau nachschauen, ob die gegebenenfalls ihren Pool da auch angepasst haben. Ja, und die 99 Damage Liga Finals, die werden auch noch mit, was ist das eigentlich immer für ein Ton? Die werden eigentlich auch noch mit, oder die werden noch mit Cash ausgespielt. Tja, aber dann wird es da auch zappenduster sein. Also Cash wird langsam aber sicher in jedem Turnier ersetzt. Und wie gesagt, nächste Woche ist natürlich auch die ESL Pro League. Und was sehen wir da? Gegebenenfalls Cash. Vertigo. Ich finde es ganz schön, mal ein bisschen Abwechslung auch für die Zuschauer zu haben, weil ich glaube, Cash hängt den meisten auch schon so ein bisschen zum Hals raus. So, 4-1. Mittekontrolle soll es erstmal wieder bei Mopod sein. So, sehr tiefe Smoke. Und mit der sehr tiefen Smoke kann man auch ordentlich zu zweit erstmal in der Doppeldeckung Richtung Mitte arbeiten. So, da kommen ein paar Granaten reingeflogen, nochmal eine Smoke hinterher. Raum ist erstmal eingenommen. Man wartet diesmal vor dem B-Spot etwas defensiver in der Mitte und lässt den A-Spot erstmal A-Spot sein. Aber da sieht man so ein bisschen, in welche Richtung das Default-Setup auf der T-Seite geht.
eher A-fokussiert die ganze Zeit. Da versucht man jetzt auch den Raum langsam einzunehmen, es nicht zu übertreiben. Wieder der Molotov hinter die hinter die Sandbags und das bisschen Pre-Fire, was man da ansetzt. So, einer kann den Druck da ganz gut Richtung Rampe aufbauen, sobald man halt den Raum eingenommen hat. Eine Smoke, die die komplette Sicht verdeckt. Ist schon ganz geil eigentlich. CT-Seite muss hier ordentlich gegenarbeiten. Und wie viel Raum die T-Seite hier bekommt, da zieht man sich zurück, kann trotzdem hier den Spieler auf lange Distanz anbinden und die Movistar Riders dadurch auch erstmal so ein bisschen die Retake-Situation zwingen. Sie gehen wieder langsam auf Contact Richtung Mitte nach vorne, kümmern sich diesmal nochmal um die B-Rampe. So, die wollen unbedingt über die Mitte arbeiten. Mal gucken, ob sie da durchkommen. So, ein Spieler an der Tür bekannt, schaut hier noch ein bisschen über die Smoke drüber. Und dann blockt man den Raum nochmal ab. Und das ist natürlich gut für die Vodafone Giants, langsam Richtung Tür nach vorne zu arbeiten, die Smoke auszunehmen, vielleicht sogar durchzuflashen und einen B-Split draus zu machen, einen A-Split draus zu machen. Mal gucken, ob sie damit durchkommen. Es geht wieder nach vorne. So, Tempowechsel kommt. Es geht nach vorne. Sie können wieder mit dieser Smoke arbeiten, die halt den kompletten Raum nach hinten verdeckt. Das macht es unglaublich schwierig für die CT-Seite, das Ganze zu verteidigen mit dieser einen Smoke. Und damit geht es hier in den Safe. Mehr können sie hier nicht mehr tun. Der Raum verloren. Und darauf müssen sie eine Antwort finden. Und da bist du auch so ein bisschen gezwungen, vielleicht etwas aggressiver Richtung A-Spot an der Rampe zu arbeiten. So, also für die Vodafone Giants sieht es hier doch schon mal ganz gut aus. So, meine Herren und meine Damen, es geht in die nächste Runde. Wieder Richtung Rampe nach vorne. Vorteil auf jeden Fall bei den Vodafone Giants. So, jetzt versucht man mal ein bisschen aggressiver Richtung Rampe unten zu arbeiten. Da stehen sie zu zweit bereit, können auch das Duell für sich entscheiden. Erstmal die Movistar Riders etwas eindämmen. Trotzdem nicht die beste Situation, dieser eine AUG. So, wird jetzt nochmal gewechselt. Hoch Glück gehabt, dass Devstar überlebt hat. Zwei mickrige AP. So, wieder die Smoke. Und die ist wirklich sehr, sehr gut, weil sie halt so viel Raum abblockt. Ich werde nur noch um eine Seite kümmern. Und sie warten zu zweit. So, mal gucken, wie viel Schaden kann hier gemacht werden. Erster Spieler fällt, sucht den zweiten. Der wartet in der Box und der müsste eigentlich bekannt sein, weil Devs eben da noch mit abgedeckt hat. So, nochmal eine Smoke hinterher und damit liegt es jetzt an Alex. Alex, nein, das wird's nicht. Devs könnte nochmal versuchen, den Bombenplant hier zu verhindern. Wird aber schon angehen. Also Richtung A, es ist bisher ein guter Wegbegleiter. Raum zu bekommen, Raum einzunehmen und auch den Raum zu verteidigen und damit auch die Runden zu holen. Also es wird das 6:1, kostet es was es wolle. Nur Mopot unterwegs mit der Deagle. So, Freunde, nächste Runde für die Vodafone Giants. Diesmal mit keinem großen Vorteil, weil wir haben bei Movistar Riders auch wieder Waffen und es wird auch direkt hier instant Richtung Mitte gearbeitet. Da kann man es auch sehr schön merken. Also, was die Teams natürlich auch mit ein bisschen Spielpraxis hier schon auf den Server bringen. Und diesmal geht es offensiver Richtung Rampe unter. Also, man piekt hier ein bisschen drüber, versucht mit zwei Leuten jetzt den Raum hier mit einer tiefen Smoke einzunehmen. Killstream geht hier wieder als Sieger heraus. Und jetzt müssen sie halt sich wieder an die Rampe da Richtung A binden. Und es gibt natürlich Lücken.
die man hier gegebenenfalls auch reißen kann. Das darf nicht wahr sein. Mopots muss da fallen. Muss da den Kill setzen. Killstream. Nochmal. Mit dem Schaden. Jetzt versucht man zu zweit gegen diesen einen Spieler zu gehen. Fox kann zwischenzeitlich den B-Spot freibomben. Und schon haben sie ein Riesenproblem. Die Movistar Riders kommen hier nicht in die Partie rein. So, Alex. Nochmal. Mit dem Cross wird zurückgedrängt von dem Molotow. Nochmal eine Smoke. Damit auch der Weg versperrt. Und bisher für die Vodafone Giants doch eine Partie. Man versucht halt gegenzuarbeiten, aber findet hier noch nicht so wirklich die richtigen Antworten gerade gegen die Vodafone Giants. Ne? So. Also, da ist noch viel Luft nach oben für die Movistar Riders. So, Killstream. Mal der Kill, aber das ist vorbei. Bombe geht hoch. Jo, das war's. Wichtiger Kill davon. Killstream. Sogar noch einen zweiten hinterher. Sehr, sehr stark. Aber der hätte fallen müssen. Der hätte auf jeden Fall fallen müssen. So, und die Movistar Riders nehmen ihr taktisches Timeout Nummer 1 in dieser Partie. So, die Portugiesen freuen sich natürlich, dass ihr Team hier glorreich führt. So, und das heißt wieder kein Geld bei den Movistar Riders. Nochmal, offensiv geht's nach vorne. Killstream bisher ein Monument vor dem A-Spot. Da kommt einfach nichts durch. So, jetzt versuchen sie schnell da irgendwie runter zu droppen, dem Spieler in den Rücken zu fallen. Killstream, der passt auf und der könnte hier sogar auf das Ace gehen. Zumindest die Waffe nochmal verloren. Die kann man nämlich bei den Movistar Riders damit auch safen. Aber das war's auch schon. Das höchste der Gefühle ist dieser eine Kill, den man bekommt. Also, Killstream bisher der Mann, der wirklich an der A-Rampe da exzellent gearbeitet hat. Waffe kann ja auch nicht verteidigt werden, damit geht er auch noch raus. Sehr, sehr stark. Ja, und da versucht man halt mit dem Nice Strider über die Mitte zu arbeiten. So, also bisher keine Probleme für die Vodafone Giants, diese Partie auf ihrer Seite zu halten. So, es geht wieder etwas aggressiver Richtung Mitte. So, und den Raum kriegt eigentlich Movistar Riders bisher sehr, sehr gut. Über die Mitte bisher wurde nur verzögert gearbeitet bei den Vodafone Giants. Eher mal dieser Peak vor B, den man da versucht, auch mit der Granate. Diesmal mit Doppel-Molotow, also mit Molotow und Granatenkombination. Und man versucht hier direkt abzusmoken, um die Informationen schnell wieder und zügig zu bekommen und den Spieler da unten auch zu finden. Zellin hat ihn jetzt gesehen, wechselt nochmal so ein bisschen den Winkel. Ah, die Nate nicht perfekt, aber Killstream wieder. Ein Monument, einfach eine Macht vor dem Spot. So, kleiner Push in der Mitte wird hier belohnt, weil da können sie direkt mal eine Antwort finden, auch vor dem E-Spot ist es nur noch ein Spieler. Und das ist Fox. 3 gegen 3, wer hat das bessere Timing? Auf jeden Fall der A-Spot. Der soll es wieder sein. Bombe ist auch auf dem Weg dahin. Fox wird zwischenzeitlich rausgenommen. Es ist nur noch Mutiris im 3 gegen 1. Schwierige Situation für ihn. Molotow nochmal auf nahe Distanz. Dreht sich gegen die Flash um. Nochmal die Nate. Als er so weiter wacker gegenzuhalten mit Mixable wird rausgenommen. Damit der Plant möglich. Sieht den Spieler. Gut gespielt von Mutiris. Und er weiß, wo der letzte ist. Geht auf Springfire. Es ist Mutiris! Die Giants holen die Runde. Und was ein starker Klatsch von ihm.
Und guckt euch an, wie die am Austrasten sind. Mann, war das stark gespielt. Erstmal die Nate, die perfekt ankommt. Und dann hier das Pre-Fire. Ah, das schmeckt. Das schmeckt. Damit kann das Momentum natürlich in Portugal gehalten werden. Ja. Starke Partie bisher. Ach, guck mal, die haben sogar eine Trommel dabei. Dann läuft der richtig, ey. Killtream wieder unterwegs vor A. Also das 9:1, da sieht wieder Vodafone Giants ja sehr, sehr gut aus, was man hier bisher abgeliefert hat. So, nicht ganz die Granate, die da connectet. Aber sie versuchen langsam vorbeizukommen, also gegen diese Smoke zu arbeiten, an der Smoke sich vorbeizuschlängeln, zwischenzeitlich den Druck zu erhöhen. Killtream wird sich da erstmal vor A mit seinem Mater gemütlich machen und diesmal erstmal den B-Spot, erstmal B-Spot sein. Verliert aber zwischenzeitlich auch den ersten Spieler. Und wird sich nochmal komplett neu umorientieren und der Boost war hier stark. Also auf den hat man die ganze Zeit gewartet, so oft angeaimt bei dem Bruder von Giants. Nur diesmal schaffen die Movistar Riders genau im richtigen Moment, diesen Boost auszupacken über die Sperrholzplatte auf Vertigo. Da geht es langsam nach vorne und da muss man jetzt halt immer so einen kleinen Blick drauf haben. Mutiris wartet immer noch als zweite Flanke vor dem B-Spot, dass da irgendwas zeigt. Übertreibt es jetzt natürlich auch nicht, versucht mit dem Team zu interagieren. Die beiden Spieler vor A suchen ihre Möglichkeiten, nach vorne zu kommen. Und zwischenzeitlich versucht man den B-Spot hier langsam aber sicher einzunehmen. So. Beide Smokes fliegen rein, damit liegt erstmal die Wand und Mutiris versucht hier irgendwie durchzukommen. So, nur noch der Spieler am Kühlgerät. An der Klima. Auf der Suche nach dem Frack. So, warte mal, wird der Spot hier aufgemacht. So, Mutiris kann den Raum einnehmen. Versucht jetzt einfach nur die Mitte dicht zu machen. Rotation kommt die Instant. Oh, die Flashbang ist gut und damit können sie crossen. Und damit auch die Möglichkeit, zumindest erstmal zum Standort bringen, die Bombe hier durchzubringen. Gutes Backup. Und das ist eine sehr interessante Position. Da sitzt nämlich auch der Headshot. Mutiris fast mit dem zweiten hinterher. Loape bei Mopots. Und die eben weiter an Richtung L. Sie eben weiter an Richtung Spot. Haben immer noch den Blick nach hinten. Bombe liegt offen. Und es geht nach vorne. 3 gegen 2 können sie den Retake hier rausspielen. So ganz, ganz schwierig da in eine Situation zu kommen, das zu verteidigen. Damit liegt es an der Airman, der die Rampe verteidigt. Smoke ist noch da. Er muss nach vorne gehen. Wartet ab, bis hier defused wird. Wartet auf den perfekten Moment. 2 Sekunden. Zieht rein. Holt den X. Er macht es. Was eine gute Runde. Wie stark. Und dann zieht er alles aus. Setzt sich nochmal hin. Und feuert hier nochmal die Fans an. Wie stark war das denn geklatscht? Jetzt dreht hier noch RMN am Rad. Also sie sind gerade komplett im Tunnel. So, das heißt, das Mikrofon noch kaputt gemacht. So, also wir haben noch mal eine kleine Pause. So, dieser Offliner. Also auch Cloud9-Fans und Astralis-Fans sind am Start. Na, wir haben ja später auch noch Partien vom Main-Event, nämlich 2 heute, aber auf 3 Streams. Das heißt, insgesamt könnt ihr euch freuen auf eine Vollübertragung der Blast Pro Series live auf 99 Damage, auf 99 Damage 1 und auf 99 Damage, nee, auf 99 Damage 2 und auf 99 Damage 3, so rum war es. Also da gibt es auf jeden Fall für jeden Counter-Strike-Fan irgendwas zu sehen. Sein Team wird auf jeden Fall übertragen und wir bieten euch alle 3 Streams an. Könnt ihr euch drauf freuen? Einen mit Venom, einen mit Deathray und einen mit mir.
So, junge Gemeinschaft, es geht nach vorne. Wieder diesmal kompakt mit den Smokes Richtung A-Spot. Und ich finde diesen Execute mega nice. Also, 3 Smokes, die sie da komplett eindämmen. Die Flashbang war super. Oh, nein, der hätte fast dann noch die Chance gehabt, den Kill zu setzen. Flashbang kam nicht ganz an. Das Prefire ist aber gut. Und die Information ist da. Und du kannst halt so fiese Winkel auf der Map halten. Das ist krass, Mann. So, Smoke faded. Die Zeit läuft gegen die Jungs. Oh, da wird gut aufgepasst. Ist das jetzt echt mal eine Runde für die Moonstar Riders? 3 gegen 3 Situation. Trotzdem sehr schwierig nach vorne zu kommen. Nochmal ein Molotov auf die Bombe drauf. Oh, wie gut da mit den Molotovs gearbeitet wird. Auf beiden Seiten. Molotov kommt rein. Der Frag sitzt. Und damit mutiert es. Aber der kann es am Ende nicht richten. Reicht das von der Zeit noch her, die Bombe zu diffusen? Es sollte reichen. Ja, es reicht. Und damit ist die zweite. Pardon, die dritte Runde. Die ist da. Endlich, ein Lebenszeichen. Oder ist die zweite, pardon. Sorry, mein Fail. So, der macht einfach nur Pre-Fire hier. Zehn zu zwei. So, Vodafone Giants, endlich mal ein wenig unter Druck setzen. Das wäre es auf jeden Fall. Killstream wieder mit dem Offensivpush, wieder mit dem Opening vor A. Ist krass, Mann. Was der alles vor A aufreißt, wie viel Impact der da hat. Schwierig für die Jungs von Vodafone Giants, ihn da unter Kontrolle zu bekommen. Von Movistar Riders. Ihn da unter Kontrolle zu bekommen. So, wie ist die Default-Rundenverteilung auf Vertigo? Sehr schwierig zu sagen, weil es noch nicht so viele Spieler auf Vertigo gab. Im Allgemeinen. Deshalb wird das, ist das immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, jetzt am Anfang. Meiner Meinung nach noch nicht so richtig anzusagen, was uns da so erwartet. Also bisher die Statistiken eher ausgeglichen. 49% zu 49,9% zu 50,1% für die T-Runde. Also doch bisher sehr, sehr ausgeglichen. So, Killstream. Wieder mit der Antwort 3 gegen 1 Situation. Und das könnte hier wirklich eine sehr souveräne Hälfte von den Giants werden. So, und das wird für Mixville gar unmöglich, diese Runde nochmal zu holen. Zack, der erste Rennen rein, Schatten gesehen. Aber das ist es nicht mehr. Also die Giants gerade hier komplett im Tunnel. Und wer für mich persönlich hier gerade MVP der Partie ist, ist auf jeden Fall Killstream. Er macht super viel Impact vor dem A-Spot. Krass, einfach nur krass. Gut aufgepasst. Sehr stark von ihm. 11 zu 2. So, Mopots kommt da durch, kann sich in eine ganz, ganz fiese Ecke positionieren. So, sie versuchen diesmal bei dem Vodafone Giants wieder etwas mehr auf B-Kontrolle zu gehen. Also man wartet ab, ein bisschen Richtung Mitte unterwegs. So, da man hier frühzeitig zurückgedrängt wird, gibt es hier erstmal kein Durchkommen. So, sie versuchen es halt echt mit einem kompakten Go. Oh, der wird halt echt gecheckt. Der wird halt echt gecheckt, das gibt's doch nicht. Also sie wirken halt extrem vorbereitet. Die Vodafone Giants spielen die auch nicht zum ersten Mal. Set zweimal gespielt. Movistar Riders auch dreimal gespielt. Und das wirkt alles sehr, sehr souverän. Als würde man die Map schon verinnerlicht haben. Studiert haben, wie ein gutes Buch. Also da ist man wirklich auf alle Formalitäten vorbereitet gerade. Die Vodafone Giants hier absolut im Tunnel. Das sieht sehr gut aus. So, die Frage ist, was wir vielleicht mal schauen können, sehen wir heute nochmal gegebenenfalls die Map.
So, gucken wir mal, vielleicht Enz gegen Astralis wird Enz gegen Navi wird Mirage gespielt. Bei Astralis gegen NIP das 2. Ja, und Cloud9 gegen den Gewinner dieser Partie steht natürlich noch nicht fest. Das heißt, das muss noch ausgelost werden. Vielleicht morgen. Gucken wir mal. Was haben wir denn bei NIP gegen Enz? Was haben wir bei Navi gegen Cloud9? Nuke und Mirage. Weil die Maps werden ja schon vorher ausgelost. So, Astralis das 2 gegen Navi. Morgen Cloud9 spielt Nuke gegen Enz. Und Astralis gegen Enz, was haben wir da? Das 2. Ja, aber Astralis ist ja wirklich das Spiel sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Die spielen nämlich nur das 2. Und Cloud9 gegen Astralis, was haben wir da? Das 2 oder was? Inferno, eine Abwechslung. Und das 2 nochmal. Also, das Map-Veto eher etwas einseitig. Naja, vielleicht bleibt es nur bei der Partie. Aber vielleicht schaffen auch die Vodafone Giants oder die Movistar Riders sich da Vertigo mit ins Map-Veto reinzuholen. Wer weiß, vielleicht hat ja eins der größeren Teams da Bock drauf. Bisher für die Vodafone Giants aber ein sehr guter Pick, muss man einfach sagen. Das Momentum auf jeden Fall auf ihrer Seite. Auch wieder das Abämen vor B und vor A scheint hier auf jeden Fall gut zu funktionieren. So, wieder die Smoke Richtung Zeit. Also, da ist man auf jeden Fall auch wieder gut vorbereitet. Die Smoke ist nicht so geil, da ist viel zu viel Raum. Plus eine zweite Smoke, die sowieso den Raum abblockt. Die Flashbang nicht ideal abgesprochen mit dem Teammate, aber trotzdem geht man hier auf Contact nach vorne, kann damit auch erstmal das L einnehmen, beziehungsweise einen Spot, und Fox versucht das gleiche hier nochmal vor dem B-Spot. So, jetzt geht's hier gemeinsam drauf. Mixed will. Eieiei, nochmal die Antwort von RMN. Also durchkommt man hier erstmal nicht. Und der nächste Kill. Und damit ist eine 12-3 Hälfte. Also sie kriegen hier nochmal die Antwort. So, wie werden die Maps bei der Plus festgelegt? Das wird im Map-Veto vorher bestimmt. Also die Teams voten schon vor dem Turnier. Um die Frage da ganz kurz zu beantworten. Also es geht weiter, 12-3. Ist natürlich ein Ergebnis, was ich auf jeden Fall sehen lassen kann auf einer Map, von der wir noch nicht so viel gesehen haben. So, da ist wirklich ein bisschen lahm von Astralis. Finde ich auch, Mann. Man kann ja ein bisschen auf der Blast hier auch mal durchrotieren. Astralis muss einfach mal wieder ein großes Event spielen. Nicht nur Blast mitnehmen, ne? Ich muss leider auch ein bisschen Kritik daran üben, dass die Blast mit ihrem Kalender da schon den Eventzyklus sehr vollstopft. Boah, ist das stark gegengehalten. Und sie können... Wie haben die denn gerade defused? Hä? Ach, das gibt's doch nicht. Das ist ja verflixt und zugenäht, ne? Also, ich wollte eigentlich noch den Satz beenden. Zum Beispiel wegen der Blast spielt ein Team Liquid nicht bei der SR1 Cologne mit. Ach, komm schon. Wie viel AP hat der? Der hat nichts mehr gehabt. Der war ja komplett rot. Mit dem kompletten Model. Da war ja nichts mehr. Da war nur noch ein Millimeter. Ach, komm schon. Hör mir doch auf. Genau, leider dadurch nimmt ein Team Liquid... Und jetzt wäre das Duell gewesen. Ich finde es sehr schade, dass Team Liquid auf der SR1 Cologne fehlt. Weil sie halt einen zu vollen Eventkalender haben. Das ist halt super bitter. Du hättest halt jedes... Du hättest alle Teams aus der Top 10 dabei gehabt, wäre Liquid noch da gewesen auf der SR1 Cologne. Und das verstehe ich halt nicht, dass sie das Turnier absagen. Aber wahrscheinlich ist man da vertraglich schon an die Blast irgendwie gebunden.
So, auf jeden Fall die Runde bitter für die Movistar Riders. Können sie echt... So, ich verstehe es aber auch nicht, warum Liquid dann die Blast nimmt und nicht die ESA von Cologne. Ich kann es dir leider nicht sagen, vielleicht wurde das vertraglich schon so festgelegt oder so, ne? Das weiß man nie, wie das halt von der Organisation abgesprochen wird oder so. Da bin ich nicht drin. Das kann mehrere Gründe vielleicht haben. Erstmal sehen wir die Granaten, den Vorwärtsgang. Force Buy bei den Movistar Riders mit dem Geld, was man zur Verfügung hat. So, Airman mit der Antwort und da wird wieder defused. Oh, und der defused ohne Devkit durch. Oh, sie können es aufhalten. Sehr, sehr gut. Es wird gegengehalten. Nochmal der Kill. Boah, was ein Kill. Oh, der letzte. Nein, der fällt nicht. Also, die Runde mega, mega knapp. Also. Es reicht am Ende nicht ganz, die Runde zu entscheiden, damit die Movistar Riders mit der vierten auf dem Konto. So, aber wie schon erwähnt, man weiß nie oder kann dann einfach auch nicht in die Teams reinschauen, was da vertraglich halt abgehandelt wurde. Vielleicht müssen sie ein bestimmtes Kontingent an Blast-Events abliefern. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen, was da vertraglich geregelt ist. Und vielleicht hat man dann einfach... haben sie einfach geschaut, ne? Also. So, Vodafone Giants mit dem nächsten Versuch, dann nochmal irgendwie die Bombe zu defusen. Es geht wieder Richtung A nach vorne. Devs wartet auf Close Distance. So, und damit ist die Runde vorbei. Sie können halt hier den Rückzug wagen. Ey, da kommst du auch nicht mehr durch. Das ist vorbei. So, und da wurde auch nochmal gefragt, ist die Map eher ausgeglichen? Also, laut Statistik, wie sie bisher gespielt wurde, ist sie sehr, sehr ausgeglichen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Map... vielleicht gefühlt eine Handvoll gespielt wurde bisher. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie oft die Map bisher gespielt wurde. Das ist halt auch noch so ein... Du kannst halt nicht viel sagen zu der Map. Außer, dass sie halt bisher von den Runden her sehr ausgeglichen war. Es gab noch nicht mal eine Overtime auf der Map. Also, schwierig zu sagen, wie sich die Map natürlich auch entwickeln wird. Weil man entwickelt sie auch taktisch weiter. Man versucht natürlich so... gut, es geht, sich dann auch auf den Gegner vorzubereiten. Deshalb vielleicht die Maps hier zumindest, wenn man sich auf den Gegner noch nicht vorbereitet hat und vielleicht auch taktisch nicht auf dem Stand der Dinge ist. Vielleicht die T-Seite etwas leichter, wer weiß. Na? Also, wissen wir nicht. So, also. Schauen wir mal. Nächste Runde für die Movistar Riders. Erstmal mit dem Vorsprung, sie... müssen auch gegen die Vodafone Giants ohne viel Geld ankämpfen. Es geht wieder Richtung A drauf. Smokes kommen rein. Die sitzen auch hier auch ganz gut. Also, man ist auf jeden Fall auf der T-Seite um einiges besser vorbereitet. Das ist ein schöner... Ist der da hochgehüpft auf die Box? Ich habe zu wenig Vertigo gespielt. Kenne ich leider nicht alle Kniffe, aber das ist echt ein cooler Boost. Der könnte auch überraschen jetzt. So, versucht natürlich der irgendwie jetzt rüber zu schauen. Klappt nicht ganz. Also, Dev, passt auf. Schaden, kann hier keiner gesetzt werden. Damit nur ein Spieler down. Wird nochmal die Farmers mitgenommen für die nächste Runde. Und Fox ist weg zum Safen.
So, also, die erste Waffenrunde für die Vodafone Giants auf der CT-Seite. Wirklich, also mal wirklich komplett ausgestattet. Ein paar Granaten hat man dabei, Vorteil liegt aber trotzdem noch bei den Movistar Riders. Und mal gucken, was sie daraus machen können. So, die Farmers bringt natürlich auch noch ein bisschen Equipment auf die CT-Seite. So, das ist ein sehr beliebter Bankspot für die T-Seite. Einfach durchhalten, kannst du halt wunderbar bis CT-Spawn durchschießen. So, und man ist auf dem Weg irgendwie Richtung A hier durchzukommen. So, bereits wieder für ein Execute vor. Wieder zwei Smokes. Einen in diesen Connector, eine Richtung Side. Nochmal der Molotov. Also, da packt man den kompletten Execute aus mit allem drum und dran, was man braucht. Gute Gegenflash. Holt vielleicht noch ein bisschen Zeit raus. Wird sie aber erstmal hier nicht aufhalten. Bombe wird genau in der Kante gelegt. Oder auch nicht. So, da wird sogar schon gepre-fired. Also, die Teams wissen schon, wie sie die Map so weit handeln sollen. Die Movistar Riders gehen hier wieder in den Kampf. Ey, der A-Spot ist halt wirklich tricky anzuspielen. Jetzt geht's hier nach vorne. Der war ganz geil, aber es reicht am Ende nicht, das Team hier aufzuhalten. Sie stehen immer noch auf der Rampe für ein Afterplant bereit und kommen hier nicht durch. Also der A-Spot auf beiden Seiten ein großes Problem irgendwie zu verteidigen. Und ich muss wirklich sagen, der A-Spot ist halt wirklich extrem beschissen anzuspielen für die CT-Seite. Wenn du da nicht offensichtlich nach vorne arbeitest gerade, kommt da ein Smoke-Execute. Du siehst nichts mehr, die Bombe wird gelegt und dann musst du gegen diese Rampe fighten. Also 13 zu 7, die Vodafone Giants sind auf Antwortensuche. Aber bisher keine Antwort gefunden. So, Mopitz ebt da auch die Ecke an. So, und man baut jetzt ein bisschen offensiver auf mit dieser einen Farmers bei Zelly, die man noch zur Verfügung hat. So, Molotov kommt reingeflogen, damit immer wieder diese Standardposition, die man da ausschließen will mit ein bisschen Utility. So, und was wir auch nicht vergessen dürfen, es geht natürlich nicht nur um den Sieg der Blast. Es gibt ja dann noch, um es für alle nochmal zu erwähnen, ein Blast Pro Series Global Final. Wo das stattfindet, steht noch nicht fest, aber die besten 4 Teams, die sind am Ende nochmal auf ein Offline-Event eingeladen, wo es für den Gewinner 350.000 US-Dollar gibt. Natürlich will man dann auch ein paar Punkte sammeln, muss nicht jedes Event mitnehmen. Vielleicht die Priorität da auch bei Team Liquid ein bisschen höher. Vielleicht ist man vertraglich auch an das Turnier geregelt, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber trotzdem, natürlich will man da so viel mitnehmen, wie es geht. Also wieder sehr viel Schaden, der am Ende auch von Vodafone Giants verteilt wird. Aber ich muss wirklich sagen, wenn du Richtung A den Retake spielen willst, es ist super eklig. Also wirklich, du kannst an dieser Rampe stehen und einfach nur immer schön auf Kante reinnehmen. Du kannst die Bombe halt auch komplett offenlegen. Es ist super widerlich, da einen Retake zu spielen. So, Rampe kann man wieder nicht halten und ich glaube, das wird auch in Zukunft irgendwie der Schlüssel zum Erfolg sein, dass du halt auf CT-Seite auf jeden Fall versuchst, Raumkontrolle Richtung Rampe zu bekommen. Sie versuchen zumindest Richtung B. Ja, da passt Moports wieder auf. Also, auch an der Stelle scheint es erstmal für die Vodafone Giants nicht wirklich rund zu laufen. Schwierig, meiner Meinung nach, da gerade irgendwas bei den Vodafone Giants zu finden, was funktioniert. Weil da müssen sie auf jeden Fall schauen und gucken, wie sie da gegen das Team
von den Movistar Riders gerade das Momentum zusammenbrechen lassen. Schwierig auf jeden Fall. Sehr, sehr schwierig. So, es geht wieder Richtung A nach vorne. So, da kommen die Smokes. Diesmal wieder diese Doppelsmoke, dass man da auch nicht drüber boosten kann. Nochmal eine Flashbang. Und die Bombe wird halt wieder... Was ist das für eine fiese Kante? Jetzt mal Mans. Oh, die Nate ist gut. Aber trotzdem. Devs kann sich da weiter verstecken. Warte auf das Pre-Fire. Setz dir noch nicht an. Ey, der Retake ist so unmöglich zu spielen ohne Granaten. Wirklich. Du musst ja deine kompletten Granaten aufheben, um hier einen Retake zu spielen. Es ist so schwierig, draufzukommen. So, es geht nach vorne. Was kann man jetzt machen? Es wird wieder geprefired. Also das ist wie so ein Schützenkrieg, ne? Einfach nach vorne. Sie müssen halt Richtung Rampe arbeiten. Diesmal funktioniert. Sie können Richtung Rampe arbeiten. Und sie diffusen. Sie haben es geschafft, das Chaos auszunutzen, durchzukommen. Endlich. Sie können die Verteidigung. Sie können sie knacken. Und es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr hart. Meiner Meinung nach, da den Afterplant auszuhebeln. Sehr, sehr interessant. Schwierig. So, Tempowechsel. Soll es diesmal schnell Richtung A-Spot gehen? Auf jeden Fall sind sie wieder auf einem guten Weg nach vorne. Killdream jetzt mal ein bisschen offensiver vorne Richtung Rampe unterwegs. Da zeigt sie aber erstmal gar nichts. Übertreiben will das dann auch nicht. So, sie warten wieder auf den Boost. Und gefühlt jede Bombe, die diffused wurde auf A, war bisher so ein Ninja-Diffuse. Immer so ein bisschen das Hoffen und Beten. So, da versucht man wieder zu pre-firen. Aber du kannst halt kaum da anheben, ne? Die Granate. Na, ein bisschen Schaden macht sie. Baut sich wieder auf. Nochmal die Granaten. Die Köpfchen hat man gesehen. Und damit geht es jetzt langsam nach vorne. Also, es wird wieder das harte Spiel Richtung A sein, dass man hier irgendwie unter Kontrolle bekommen muss. Bombe kann geblendet werden. Nochmal die Nate. Die sitzt gut. Ich nehme den Spieler mit der Bombe raus. Trotzdem, die Bombe kommt hier durch. So, Smokes kommen rein. Nochmal will man hier an den Diffuse gehen. Und man steht halt wieder bereit. Oh, dieses Spiel, Alter. Nur Pre-Fire, ne? Aber sie schaffen es hier. Und sie können diffusen. Also, es reicht am Ende. Also, sie kommen durch. Sie kommen nach vorne. Sie können die Rampe einnehmen. Was ein Pre-Fire. Nur die Fans am Eskalieren. So, da sehen wir es nochmal. Oh, was ein sterbender Schwan. 15 zu 8. Also, die Vodafone Giants stehen kurz davor, diese Partie auf Vertigo zu entscheiden. So, und das sieht bisher zumindest bei den Teams hier sehr, sehr interessant aus. Was man denn so auf Vertigo uns bisher so gezeigt hat. So, es geht erstmal wieder Richtung Spot drauf. Diesmal kommt man durch. Soaker kriegt da die Eröffnung. Da stehen sie fast nochmal für Mutiris für den zweiten bereit. Der Molotov ist ganz gut. Weil damit können sie auch versuchen, den Raum einzunehmen. Soaker will den auch haben. So, soll wieder Richtung A nach vorne gehen. Wieder will man die Bombe blenden. So, und dafür ist die Smoke natürlich auch da. So, jetzt versuchen wir, den Spieler auf Prefire rauszunehmen. Das klappt. Da kommt die Teammate. Ah! Kurios, Mann. Kuriose Partie. Devs wieder auf Close Distance. Und es geht wieder nach vorne. Gleiches Spiel wie eben. Und es wird defused. Haben sie es gehört? Sie haben es nicht gehört. Doch, es wird geprefied. Alter, was ist das für eine Partie? Und es geht wieder nach vorne. Wieder wird defused mit der Smoke. Und er zieht durch. Nein, es reicht nicht. Was ist das denn für eine Partie? Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Immer wieder diese Versuche dazu, in der Smoke zu diffusen. So. Also, mal gucken, wie das hier noch weitergeht.
Wir haben auf jeden Fall bei den Vodafone Giants jetzt erstmal wieder eine Eco. Das hat auf jeden Fall gegen Mitte ganz gut funktioniert. Trotzdem, der Weg Richtung A, der wird wieder gesucht. Das ist bisher... immer das Gleiche. So, der Chat hat es genau richtig erkannt. Hier wird ausgespielt, wer der beste Ninja-Diffuser ist. So, Molotov kommt über die Kante reingeflogen, zieht nach vorne. Nee, da ist zu wenig Waffengewalt am Start. Da haben wir jetzt noch keine Granaten, um den Ninja-Diffus durchzuführen. Nee, da wird das nichts, ne? Ohne Ninja-Diffus kannst du keine Runde holen. So, Spieler gesehen, zack, das war's. Also die Runde vorbei. Ja. Also, die Map besteht nur aus Positionen predikten, prefiren und bisher A. Vielleicht kommt jetzt mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Feuer in die Partie auf dem B-Spot. So, es geht wieder Richtung A nach vorne. Also, sie holen weiter auf. 15 zu 10. So, Smokes kommen rein. Welche Überraschung. So, diesmal der Autotacker. Und die nächste Möglichkeit nach vorne zu kommen. Die Bombe liegt immer noch in der Mitte. Die müsste erstmal gepickt werden. Also vielleicht jetzt hier den Fake, den man durchziehen will. So, dann könnte man versuchen, auch mal auf B drauf zu kommen. Nee, also B hat man noch nicht entdeckt. Also das ist noch Neuland. So, Granaten haben sie aber noch da. Zumindest zwei Smokes. So, der Molotov kommt rein. Diesmal die Position gut mit dem Tacker da durchzudrücken. Also der erste Spiel, der fällt. So, der Molotov ein Ticken zu kurz geflogen und diesmal haben sie halt die Kontrolle. Die Bombe fliegt runter, sie haben keine Smokes mehr und das sieht gut aus. Da ist die Vodafone Giants mit dieser Runde. Endlich diese Partie beenden können. 2-gegen-2 Situation. Noch haben sie nicht aufgegeben. Der nächste! Oh, der Autostäuber kann es nicht beenden. Oh nein, das gibt's doch nicht. Auch ohne Smokes können sie hier. Und ohne Bombenblend. Können sie hier die Runde entscheiden. Sie sind weiterhin im Rennen. Also, der Kampf mit harten Bandagen, der geht hier weiter. So, also, es geht weiter. Und wieder geht es hier um die Wurst. Und zwar in der nächsten Runde. So, um nochmal ganz kurz natürlich auf eine Sache einzugehen, weil eben jemand Kritik geäußert hat, dass der Caster nicht den Unterschied zwischen Smokebaggen und Prefire kennt. Um kurz für den Herren nochmal das Prefire zu erklären, ein Prefire ist ein Vorfeuern
entweder um Ecken oder irgendeine Behinderung. Und eine Behinderung ist sozusagen auch eine Smoke, wo man dann einfach versucht, den Gegner zu predikten. Und das ist Prefire. Nur just for info, mein Freund. So, auf jeden Fall geht's weiter. Man versucht jetzt mit Pistolen das Ganze hier irgendwie zu verteidigen. Und das scheint hier nicht zu funktionieren. Also ein Prefire ist auch hinter, oder zumindest irgendwie predikten, hinter einer Behinderung. Das heißt auch hinter einer Smoke. Das heißt, sowas wie ein Smokebang, das gibt es nicht. Es gibt kein Smokebang. Kannst du dir gerne so auslegen, wie du magst. Aber auf jeden Fall geht's hier weiter nach vorne. Und wieder geht's Richtung A. Den ersten Spiel hat man diesmal verloren. Und wieder versucht man natürlich mit Smokes hier zu arbeiten. Diesmal geht man auf Contact nach vorne. So. Also. ...15:12. Immer noch auf der Suche nach den Runden. Diesmal kriegt man auch ein bisschen Kontrolle mal vor dem A-Spot. So. Gucken wir mal diesmal... Geht's mal Richtung B-Spot. Also, sie entdecken neue Wege auf Vertigo. So, und dann geht's langsam nach vorne. Also, man versucht jetzt natürlich irgendwie Richtung L zu kommen, an der Smoke vorbei. Geht im Team nach vorne, steht aber schon bereit, mit zwei Leuten wieder das Kreuzfeuer aufzubauen. Der Schaden ist ganz gut. Und das Prefire an der Smoke nochmal, an der Kante. Reicht hier am Ende. Und dann ist entschieden. Also, die Portugiesen ziehen hier ein, als hätten sie gerade die WM gewonnen. Läuft auf jeden Fall. Also, das war's. Die Map ist vorbei. Die Entscheidung getroffen. Portugal ist Counter-Strike-Weltmeister in Madrid. Sehr geil. Ach, herrlich. Tja, damit haben wir den letzten Teilnehmer. Oh, guck mal, David. Guck mal, da sind noch ein paar Highlights. Find halt die Emotionen halt mega krass. Muss man einfach mal sagen. Sehr, sehr cool. Aber damit ist die Entscheidung getroffen. Wir haben endlich einen letzten Teilnehmer für das Blast-Event in Madrid. Und die Jungs von den Giants haben es ja zugegeben. Dafür gehen wir ganz kurz auf die Homepage. Müsste noch nicht oder ist noch nicht aktuell. Aber wir können uns das einfach dazu denken. Der letzte Platz wird hier gefüllt. Und zwar von den Giants. Also die Bruder von Giants sind jetzt mit dabei, haben damit das Ganze im BO3 gewonnen. Dürfen damit heute gegen Cloud9 das erste Mal antreten. Und damit haben wir unter anderem, wie schon erwähnt, Cloud9 dabei, die Ninjas in Pyjamas, Astralis, Enz und Navi. Das Ganze beginnt um 20.45 Uhr, also in circa einer Stunde sind wir hier wieder zurück mit Counter-Strike und zwar in alter Manier. Und da bin ich mal gespannt. Wir übertragen auf dem Hauptstream, ich glaube, Cloud9 gegen die Jungs. Genau, wir übertragen hier auf dem Hauptstream Cloud9 gegen die Jungs von den Movistar. Ach, nicht Movistar. Der Vodafone Giants, ne? Sponsorendreher. Und dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause.
über eine Stunde sind wir circa wieder da oder eine halbe Stunde vorher. Und dann gibt es noch ein paar Videos und ein paar Kleinigkeiten und dann sind wir gleich wieder da. Bleibt auf jeden Fall dran, macht euch was zu essen, holt euch was zu trinken, vielleicht ein Bier oder vielleicht auch einen schönen Whisky zum Abendessen. Ohne Zigarre oder ein Warsteiner oder was auch immer. Bleibt auf jeden Fall dran, wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause zum ersten Spiel des Main Events. Bis gleich.